mir mit in die Welt der symmetrischen Schaubilder von mathematischen Polynomfunktionen und ich erkläre dir Punktsymmetrie am Ursprung und Y-Achsensymmetrie. Y-Achsensymmetrie bedeutet f von x gleich f von minus x. Prüfe damit die Symmetrie, ich sage, wie es ist. Grafisch legst du deinen Spiegel auf die Ordinate. Was dabei herauskommt, werde ich dir sehr gerne verraten. Spiegel und reales Bild sind deckungsgleich. Ist f ein Polynom, dann könnte es nicht besser sein. Unterliegt der Graph der Achsensymmetrie, hat f nur gerade Exponenten im Term stehen. Punktsymmetrie bedeutet f von x gleich minus f von minus x. Denke an den Graph, eine Kurve, die wie Sinus ist. Doch wenn f wieder ein Polynom beschreibt, hast du im Exponenten ungerade Zahlen. Nice. Spiegele Graphen am Ursprung. Gespiegelt wird der Urpunkt. An Bildpunkt zeigt die Trafo ihre Wirkung. Merk dir den Text, denn ich weiß, du kannst das. Ansonsten stell nochmal das Video auf Anfang. Symmetrie erkennen kannst du an der Gleichung von f. Schau auf die Hochzahlen und du bist in Mathe der Chef. Dank Theorem lernst du Mathe in Raps. Beat, Beat und Bass, Mathe-Themen vernetzt. Symmetrie erkennen kannst du an der Gleichung von f. Schau auf die Hochzahlen und du bist in Mathe der Chef. Dank Theorem lernst du Mathe in Raps. Beat, Beat und Bass, Mathe-Themen vernetzt. Willst du Funktionsterme aufstellen, musst du dich auskennen. Beim Polynom vierten Grades nicht gleich rausrennen. Denn bei achsensymmetrischen Graphen wählst du nur spezielle Hochzahlen. Nämlich nur die Geraden f von x gleich ax hoch 4 plus bx Quadrat plus c. Dein Ansatz ist parat, nimm noch drei weitere Informationen aus dem Text und ab jetzt mach dein LGS den Rest. Ganz ähnlich verfährst du bei punktsymmetrischen Graphen, denn dann hat dein Funktionsterm nur ungerade Hochzahlen. Wie bei ax hoch 3 plus bx Polynom Term dritten Grades. Fast erledigt. Nur noch zwei Punkte in die Gleichung einsetzen. LGS berechnen und mit Mathe nice flexen. Theorem wünsche dir viel Erfolg. Viel Erfolg. Hol dir meine Platte, wir kommen mit Mathe zu Gold. Symmetrie erkennen kannst du an der Gleichung von f. Schau auf die Hochzahlen und du bist in Mathe der Chef. Dank Theorem lernst du Mathe in Raps. Beat, Beat und Bass, Mathe-Themen vernetzt. Symmetrie erkennen kannst du an der Gleichung von f. Schau auf die Hochzahlen und du bist in Mathe der Chef. Dank Theorem lernst du Mathe in Raps. Beat, Beat und Bass, Mathe-Themen vernetzt.